Und herzlich willkommen zur, ja, für diese Woche letzten Folge von Mein Klon. Badam. Oder vielmehr für die nächsten drei Wochen. Nächste Woche und übernächste Woche ist ja wieder Creative Server. So. Lalalala. So. Ist das schon das Ganze? Ja, genau. So, auf geht's. Haben wir verfolgt? Nein. Sehr schön. Wir haben keine Rüstung, wir haben kein gar nichts. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen auf andere Spieler, die mir Böses wollen. Yeah, wir können auf Dächern laufen. Ich bin Peter Pan. Ich renne über die Dächer. Wobei das ja eher was für Johnny Kamikaze Demon ist. Einer der schönsten Animes überhaupt. Müsst ihr gucken. Sofort. Was ist das hier? Ui. Ist auch noch ein Laden. Aber nichts drin. Schade. Oha. Und ein dunkles Hinterzimmer für böse Geschäfte. Angluliniert nahm ein Bad im in einer heißen Lavawanne. Lol. So. Da hinten ist schon mal der erste Vorposten von JJK1. Oh nix, ich bin in Konya, komm vorbei, ich gebe dir Karotten, wenn du handeln willst. Nope. Hab schon. Ich brauch Wolle, verdammt nochmal. Wolle, das ist das Einzige, was ich brauche. Außerdem traue ich den Typen nicht, oder der Typin, weil sie mich versucht hat anzugreifen. Naja, sowas sieht man nämlich jetzt. Also, man würde es so oder so sehen. Entweder kriegt man Schaden, oder es kommt um die Meldung, dass PvP deaktiviert ist. Außerdem war ja Knockback aktiviert und ich wurde auch rumgeschoben. Was zur Hölle? Ach so, unten die automatische Farm. Bitte eine Spende. Eine Spende? Bitteschön. Bitteschön. Und. Bitteschön. So. Drei Diamanten, drei Golddinger reichen. Als Spende. Mach mir hier zu viel Angst. So, andererseits ist es jetzt ganz schön dumm, unsere ganzen Münzen zu verschenken. Vor allem, wenn wir gerade dabei sind, zum Markt zu gehen. Da brauchen wir ja Münzen. So, dann gehe ich da mal rüber oder um das Feld. Da in die Richtung, da hinten müsste der Markt sein. Hä, das Eis? Kann es sein, dass ich gerade etwas falsch mache? Da hinten ist Eis. Wo ist denn der Markt? Ich dachte, der war in die Richtung. Ich glaube, meine Sichtweite ein bisschen höher. Mal gucken, wo hier der Markt irgendwann auftaucht. In welche Richtung? Ah, da ist das Feld. Also ist in die Richtung auch der Markt. Okay. Und in die Richtung ist nämlich einfach nur Eislandschaft. Gut, das heißt, da müssen wir in die Richtung. Ja, genau, das ist das Feld. Da ist der Markt. Genau in die Richtung. Genau da. So, mal wieder Nickbewegungsmodus aktivieren hier.
Endlich stopp, na 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 na. Hast du verdient. Sowas passiert, wenn jemand versucht, mich umzubringen. Oh, okay, doch ein bisschen weiter rechts. Bin gestorben, muss raus. Naja, eigentlich musst du raus, bevor du stirbst. Wenn du stirbst, ist mit raus auch zu spät. Dann bist du schon tot. Oh, sie wurde von einem Tier angegriffen. Oh, kann ja mal passieren. So, ich habe absolut keinen Plan, ob dieser Markt überhaupt schon fertig ist. Oder ob ich mich jetzt hier zum Affen mache, weil der Markt überhaupt noch gar nicht bereit ist für irgendwas. Haben wir schon mal nein, hier ist Rüstung, Werkzeuge, noch mal Werkzeuge, ganz viele Werkzeuge, super viele Werkzeuge, noch mehr Werkzeuge. Aha, hier kommt schon eher in die Richtung. Ja, ist das hier Baumwolle? Nee, das ist Kürbis. Das ist rote Beete. Hier ist Kürbis. Baumwolle war da also schon mal nicht. Hier ist Diamant und so gedöns, hier ist Holz, Gestein und Erde. Hä? Warum hat niemand Baumwolle im Angebot? Das kann ja auch gehen, ja. Da ist ja verrückt. Bogen. Ja, okay. Ich brauche Baumwolle. So, guck, was in der oberen Etage ist. Ah genau, die war nämlich noch nicht fertig. Wir sind verloren. Wir haben keine Baumwolle. So, die Frage ist, ob es hier eigentlich schon Travelnet gibt. Wohl noch sich hier erstmal kein Travelnet irgendwo rum. Doch hier. Wie heißt das Ding? Shop. Hafen, Haus in Konya. Angelstehkeller. Eieiei. Die hat definitiv zu viele Dingsabmonster. Spawn. Direkt am Spawn? Ach, ja klar. Hier in der komischen in Travelnet ist der Monster. Der ist ja... Die Mühle ist ja unser großes Travel-Netzwerk. Und da ist dann direkt bei ihr auch der Shop mit dabei. Okay. Shop da. Genau. Das müsste dann genau das Ding hier sein. Easy. Gut. Hat sie noch irgendwas? Home, Endvilla, JK1, Insel, Villa... McFox, Stadthaus, Nether Villa. Saatgutausgabe, jawoll! Saatgut. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ey, das machen die jetzt extra für mich. Wetten, sobald das Let's Play zu Ende ist, fügen die wieder überall Wolle mit hinzu. Haben jetzt alle überall nur rausgenommen, um mich zu ärgern jetzt gerade. Keiner hat Wolle im Angebot? Wollt ihr mich verarschen? Oh, ist ja direkt hier in Angel Town. Nice. Ich brauche doch bloß ein bisschen Wolle. Alles, was ich will, ist Wolle. Nether, Melonfarm, Keller, Angelsteg, Haus in Konya, Hafen. Hafen klingt vielleicht auch noch ganz interessant, aber hier ist kein Markt. Nee, ach so, das Ding. Okay. Dann gucken wir mal in ihren Keller, aber ist ja E-Bereich. In ihren Keller, das bringt uns ja nichts. Genau, das ist ja ihr. Das bringt uns jetzt im Let's. Ach du Kacke! Hilfe! Bitte nicht hauen! Was? Aber er greift uns auch gar nicht an. Der greift uns nur an, wenn wir ihn angreifen, glaube. So, ja, was ihr da hört, ist die automatische Farm. JK1 hat hier komplett alles automatisiert. Es ist einfach krank, was hier alles abgeht. Ist da wirklich was in unserer Nether Chest? Nee. Unsere Nether Chest ist leer. Ja, das heißt, das bringt uns hier erstmal auch nicht weiter. Wo geht's hier hin?
Achso. In das große Haus. Remove Station? Kann ich das? Nee, ich habe doch keine Privilegien mehr, oder? Briefs. Wow. Warum ist mein Fächer aktiviert? Genau, nee, kann ich nicht. Aber warum wird mir der Button denn nie angezeigt? Ja, naja, was soll's. Hafencourt, Angelstee, Keller, Status auf Melonenfarm. Achso, genau, das ist das Ding hier. Na gut. Dann war das also auch schon mal Reinfall. Pauls Job. Mal gucken, was wir hier so haben. Erze, wertvoll. Achso, das Zeug. Erze, Steine, Stein, Essen. Essen. Ne, obwohl, nein, die Wolle ist ja kein Essen. Er tauscht das gegen das? Ja. Eigentlich viel zu billig. Ein Stack für weniger als eine Kohle ist eigentlich viel zu billig. Aber gut, sind seine Preise. Wenn er den Markt fluten möchte, was ist denn hier eigentlich los? Okay. So, hier ist nichts. Deko. Wolle! Ja! Achso, aber nur die fertige Wolle. Vor allen Dingen viel zu teuer. Weil es halt immer gleich 32er Stacks sind. Ich verstehe auch immer nicht die Leute, die hier sowas machen. Das ist dumm. Ich meine, okay, das hier ist gut. Weil 32 und 17 kann man nicht weiter teilen. Aber das hier könnte man weiter teilen. Das kann man halt beides durch, naja, mindestens durch zwei teilen. 16 Wolle für 9 Taler. Man macht doch nicht, man macht doch eigentlich immer das, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Bei sowas. Also hier zum Beispiel kann man locker beides durch mindestens 4 teilen. So, Monsterzeug, da ist auch keine Wolle mit dabei. Schade. Gut, das heißt, das hier ist schon mal nichts. Hä? Zwei für eine? Ist ja egal. So, Mine Lava, Spinne, Monsterfarm, Home, Erze, Mine oben. Achso, Mine. Ja, nee, Mine Pro meine ich. Ist ja hier keine Mine-Test. Ja gut. Schnee, Jump, Nether, Mine, Baumhaus, Home, Travelnet. Also nicht Travel House. Monster Farm, Pulse, nein, gut, okay. Na, dann gehen wir mal wieder hier hin. Das war also auch schon mal Reinfall. Easy. Konya. Alle Biome. Ah, nice. Rote Wüste der Rakotta. Savanne, Wüste. Konya, Plantage, Stadtmine, House of Country, Community. Wachstum, Rathaus, Stadtmitte. In der Stadtmitte gibt es doch meistens auch einen Markt. Gibt es hier einen Markt? Boah, was ist denn hier alles? If you have 3 points, you have. Wow! Richtiges Regelwerk. Die Regeln der Stadt, The Rules of the City. Erstens baue keine Blöcke der anderen Spieler ab. Zweitens, schlage keine anderen Spieler und töte sie nicht. Drittens, schreibe nichts Anstößiges. Viertens, beim Missachten dieser bekommst du je einen Punkt. Nein, ich würde bei bestimmten Sachen aber mehrere Punkte machen. Gerade beim Töten von Spielern würde ich zum Beispiel wesentlich härter ins Gericht gehen. Wobei es natürlich auch immer eine Frage... Was ist denn hier los? Oh, ich stehe auf meinem Kopfhörerkabel drauf. Ah, lol. Wobei es natürlich auch immer von Fall zu Fall drauf ankommt, klar. Wenn man sich natürlich verteidigt und damit Spieler tötet, ist natürlich klar. Da würde ich dann gar keine Punkte geben. Ne? Und andererseits hier bei dem Power keine Blöcke von anderen Spielern ab. Wenn der musste 3 Blöcke ab und bist direkt raus. Ist auch ein bisschen heftig. Beim Missachten dieser bekommst du hier einen Punkt. Na gut, hier könnte man also ein bisschen weiter sehen vielleicht. If you disgrace. Achso. Hier ist beides Deutsch.
Bei 3 Punkten musst du die Stadt verlassen. Lol. Na gut. Was wir eigentlich Testpersonen, was wir eigentlich hier wollen, ist ja eher. Ach du Gott. Die Spieler der Stadt. Lebenshelfer, Stadtwache, Testperson, Masterboy, LPS, JTK 1, Mir, Schniert, Biert, Klirt, Malik, Budak, Burak, Briak, Moriat, JF, Tammy, Lemmy, Goschos, Jan und Stephanie. Stephania? Stephonia. So, hat er ja Wolle? Garantiert nicht, weil er keine Wolle hat. Nee, hier gibt es nur Lebensmittel. Ah, Pilzsuppe. Schieb dir deine Pilzsuppe sonst wohin. Spaß. Nee. Mag sich erstmal kein. Ich sehe bloß Mark Zuckerberg. Okay, sehr gut jetzt. Aus jetzt. Denton. Yay. Eisen. Ja. Okay. Wäre auch nicht. Mist. Hier hinten gibt es ja eine Farm. Denton ist so eine riesige Farm. Vielleicht ist dann hier in der Nähe auch irgendwo ein Markt. Da unten seht ihr, guckt mal, hier ist eine riesige Farm. Vielleicht ist da noch in der Nähe hier irgendwo eine Art Markt. Das wäre natürlich super, super geil. Schon wieder nur ich. Was ist denn das hier? Ach so, die Nummern der Felder. Und welche schon belegt sind. Ja. Farming, Landwirtschaft, Auffahrt zu der... ist auch egal. Ich kann nicht lesen. Gut, die Frage ist, gibt es unten noch einen Markt? Ja, hier gibt es ein paar. Ach, nur Werkzeuge. Oh! Ah, wir sind gerettet! Ackerbau. So, das ist normale Saat. Das hier ist was auch immer das ist. Keine Ahnung, was ist das? Ach so, Kürbis. Das hier ist rote Beete. Das ist Kakao. Hier haben wir... Kürbis, glaube ich. Nee, also Wassermelone, das wäre Kürbis. Och nee, oder? Hä? Achso, wo man das pflanzen muss. Das können wir. Spende an die Stadt Konya. Mülleimer. Was jetzt von den 4 ist jetzt Spende? Was von den 4 ist jetzt Mülleimer? Na, ich schätze mal die rechten Beine Müll, die linken Beine Spende. Oder so. Keine Ahnung. Aber schon wieder kein. Ich will noch ein bisschen Baumwolle haben. Warum haben wir alle keine Baumwolle? Ist das Baumwolle? Nein, ist nicht Baumwolle. Was ist denn jetzt hier was? Rote Beetesamen. Ich guck einfach mal nach. Kürbissaat. Vielleicht haben sie doch ein bisschen irgendwo was versteckt. Weizen. Melonen. Hä? Warum steht der Sand drauf? Achso, ja, eben, das ist nur das, worauf man Sand pflanzen kann. Sand, Erde, Wasser? Man kann es ja nicht auf dem Wasser pflanzen. Ah, nee, es braucht Sand oder Erde und Wasser. Ah ja. Wenn man es weiß, dann weiß man es. Sogar sowas haben die hier. Aber keine Wolle. Das ist traurig. Jeder, der möchte, darf sich ein Feld kaufen. Das erste ist kostenlos, das zweite kostet 10 Coins, das dritte kostet 20 Coins und so weiter. Ja, und so weiter. Was? Hä? Na? Man kann es ja auf zwei Arten sehen. Entweder kann man sagen, okay, das erste kostet 10. Also, das erste ist kostenlos. Also, das, also, ne? Kostenlos 10, 20, 30, 40, 50. Oder aber, man kann auch sagen, 10, 20, 40, 80, 160. Die Frage ist, wie es weitergeht. Deswegen sollte man eigentlich sowas immer mit 3 Stufungen machen, damit man wirklich das nachvollziehen kann. Weil wenn er jetzt nämlich steht für 10, 20, 30, dann wüsste man genau, okay, es ist 10, 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter. Wenn es aber stehen würde 10, 20, 40, dann wäre es nämlich 10, 20, 40, 80, 160 und so weiter und so fort. Deswegen, ne, ist jetzt die Frage, ja, jetzt denkt man so, okay, pfiffiger Typ, man kauft sich 5 Felder und dann kommt der Verkäufer und sagt aber, ja, es kostet aber 50.000, ne? Ha?
bisschen Verhandlungsspielraum. Okay, für diese Felder sind nur für die Pflanzen hier oben. Düpp, 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 düpp. Okay, interessant. Warum gibt es da so viele Samen für andere Sachen? Naja, wahrscheinlich, wenn man die privat anpflanzen möchte. Höhlenplantagen ist kostenlos für jeder, der nachher wieder mindestens so viel anpflanzt wie abgebaut. Achso, das gilt auch für die Kakaofarmen. Bei Fragen an JK1 oder Testpersonen. Achso, bei Fragen an JK1 oder Testpersonen wenden. Am besten per Mail. Dann kann man auch fragen, wenn sie offline sind. Also hier kennt ihr ja eine Mail und dann JK1 zum Beispiel. Dann: Hallo, ich bin ein wunderschöner Schwan. Willst du mich heiraten? Fragezeichen. Ich will jetzt diese Nachricht ganz gerne einfach mal abschicken. Ja, das ist geil, wenn du dieses Video siehst, weißt du, warum du diese Nachricht bekommen hast? Spaß, nein. Sonst fragt sie sich noch, was mit mir los ist, ob ich krank bin. Das gilt auch für die Kakaofarm. Obwohl, andererseits, sie sieht ja, dass die Nachricht von Ronix ist, ne? Vielleicht kann sie sich dann denken, was ich im Let's Play Müll gemacht habe. Egal, ich lasse es trotzdem. Bei Fragen, genau, viel Spaß, bei Bar, ja, viel Spaß, Digga. Ich brauch Scheiß. Wow, was ist hier los? Ich brauch Scheiß Baumwolle. Ah! Ich will nur Baumwolle haben. Ich weiß doch absolut gerade nicht, wo man Baumwolle herbekommt. Eigentlich nur von Schafen. Aber wo kriegt man denn die Saat her? Ich bin gerade komplett überfragt. House of Community, mal gucken, was hier abgeht. Okay. Ach so. Oh, okay. Süß. Spawn. Okay. Das heißt, das war auch schon mal Reinfall. Was ist das hier? Spawner-Net. Ach so, für Spinnspawner und Monster-Spawner zum Beispiel. Survivor Schild, schöne Häuser und Bauwerke. Können wir uns auch mal bei Gelegenheit angucken. iLegend, Lerasoft. Hat sie? Nein. Hat Ehrenmark? Nein. Also, wir sind wieder am Anfang. Ach, Mist. Tja. Das bringt mich zu der Frage: Wo zur Hölle kriegen wir jetzt Baumwolle her? Aber das sagt mir eins, direkt nach der Aufnahme werde ich irgendwo so einen Markt hinmachen, wo man Baumwolle kaufen kann. Und weil ich dann eine Monopolstellung habe, werde ich für einen einzigen Baumwollsamen mindestens 40 Taler verlangen. Ja, genau so. Andererseits, um Baumwollsamen zu verkaufen, muss ich ja selber erst mal welche haben. Scheiße. Okay. Plan gescheitert. Ja gut. Das war so schon mal Reinfall. Dann gehen wir erstmal wieder zurück nach Hause. Haben wir hier echt nichts? In keinster Weise? Gar nichts? Ich möchte sterben. Wie kommen wir jetzt an Baumwolle ran? Ich meine, letztendlich wirklich brauchen tun wir keine, weil ne? Bett bringt ja eh nichts, weil man hier eh nicht schlafen braucht, was keine Nacht gibt. Hi! Gibt es irgendwo Baumwolle plus Samen? Hab schon die ganze Map abgesucht. Heul. Mist. Also gibt es echt keine. Na gut, genau, dann werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal für heute Feierabend machen. Na gut. Let's Play Aufnahme ist dann auch erstmal fertig. Tschüss. So.
Genau. Das heißt, wir gehen nochmal bei uns rein und können. Oh. Ich glaube, die fällt gerade. Oh. Ja, Schwerkraft tut weh. So, wir setzen mal hier unseren Homepoint. Set Home. Und dann. Bis bald. Gut, dann war es für diese Woche. Dann würde ich mal sagen. Ja, bis nächste Woche. Wenn das dann wieder heißt Creative Server. Schau mit V.